Jo, wunderbar. Da geht's auch gleich weiter. Ich bin zu erschöpft. Ach, schade. Okay. Wieso habe ich schon wieder einen Albtraum? Ich habe noch ein Schutzgebet gesprochen. Ich suche dich schon lange, mein Prinz. Sag mir, wo du wohnst. Was sagt eigentlich unsere Geschichte? 4 von 11, das ist nicht viel. So, Seite 1 haben wir, die lesen wir mal, wenn sie komplett ist. So, die fünfte Seite, die sechste Seite, die siebte Seite, die achte Seite, die neunte Seite, die zehnte Seite, die elfte Seite, Ende. So, na gut. Jo, die Karotten sind alle fertig. Das ist super. Nein, da habe ich zu lange gebraucht. Glaube ich. Ich weiß es nicht. So. Von was habe ich denn so wenig? Nee, sieht eigentlich von allem ganz gut aus. Ich würde sagen, dann machen wir noch mal eine Runde Tomaten. Hat das Vögelchen da gerade eine Kirsche gegessen? Na, schmecken die lecker? Jo. Bist du ein kleines Gutes? Bist du eine kleine gute Henne? So, zack, das läuft, okay, ansonsten mal mit der sprechen, vielleicht hat die uns was zu sagen. Lilly, ist es möglich, die Auswirkungen des Gifts zu bekämpfen? Ja, ich kenne ein natürliches Gegenmittel, das gegen jegliches Leid gibt. Sammle die Zutaten und ich gebe dir das Rezept. Okay, ich brauche Alkohol. Dafür brauche ich Limatsch. Das wird von den Chamäleons auf Ankh gedroppt. So, giftige Flüssigkeit, Eichel und Alkohol. Eichel habe ich hier auch genug. Alkohol, dafür brauche ich Limatsch. Ja, das ist ärgerlich. Löwenzahn. Löwenzahn. Ich glaube, das ist das, was der Typ haben will. Na gut. Ich kann eigentlich alle Blumen aktuell verkaufen. B verkaufen. Außer die gelben natürlich. 1, 2, 3, 1. Ich würde gerne ein paar Sachen einfach behalten. Läuft gut, läuft wirklich gut. Also mit der Dame können wir echt handeln. Da können wir uns richtig reich machen an ihr. So, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Okay, kann ich in der Küche irgendwas herstellen? Ja, man sollte aus Fliegenpilzen nie eine Suppe kochen. Im echten Leben sind die nämlich giftig. Von daher, keine Ahnung, aber die kann man gut verkaufen. So, Torte. Wie mache ich denn Torte? Na gut, will ich mich aber nicht länger aufhalten mit. Läuft gut, wirklich. Da kann ich nicht meckern. So, ich brauche mehr Lebensmittel. 20, 15, 25, 10, 10, 20, 40, 50, 80, 55 Lebensmittel. Ach, warum nicht? Nehme ich mal eine Suppe. Oh, super, die macht richtig satt. Wunderbar, Akku, das machst du toll.
So, und wollte jetzt eben noch auf den Timer gucken, dabei habe ich schon längst einen neuen Part gestartet. Ja. Na gut, kann ich nicht meckern. Ja. Schieben. Schieben. Super. Ich könnte natürlich jetzt auch Holz abgrasen und mich von der Dame auch bereichern, aber ich denke mal, aktuell haben wir noch genug Holz. Steine haben wir sowieso mehr als genug. Da können wir dem Goliath wieder welche verkaufen. Holz haben wir auch 159. Das ist noch in Ordnung. Dann würde ich sagen, versuche noch ein Silber zu kriegen. Oh, super. Gut, perfekt. So, Werkstatt. Ein Silberbarren. Wunderbar. Und jetzt mit Mama zum Kristallaltar. Dann ist er nämlich auch... Oh, Regen, Regen, Regen. Wo? Da regnet's. Hier einfach überall drüber. Das ist das Beste, was du machen kannst. Der Rest ist mir relativ wumpe. Da sind auch wieder ein paar Blumen fertig. Ich habe keine Ahnung, welche Blumen jetzt gut sind und nicht. Warum? Oder muss ich das ein bisschen liegen lassen? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich diese gelben Dinger krieg. Oder sind das Gänseblümchen eigentlich nicht? So, ausbessern. Oh, super. Jetzt haben wir den auch schon fertig. Wunderbar. Hier nochmal drüber. Da nochmal überall drüber. Ja, Wasser des Lebens. Wunderbar. Gibt nichts Besseres. So, übrigens, kurze Sache. Wir können die Blümchen hier natürlich auch pflücken. Setzen, wo wir wollen. Ich zeige euch das mal. Hibiskus zum Beispiel. Na, machen wir hier so einen kleinen Blumengarten hin. Muss aber in der Nähe von der Wasserquelle sein. Von daher kann man das nicht einfach so machen. Aber, warte mal. Blautropfen hier hin. Ja, den Hibiskus setzen wir hier hin. So, machen wir es ein bisschen schön, ne? Super. Gänseblümchen, reicht das? Ja. Wunderbar. So, wollen wir mal gucken, was der Meteorit mitgebracht hat. Gar nichts, okay. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Hibiskus. Dann mache ich den hier dran, hier so. Klappt das bis hierhin? Nein, schade. Klappt nur bis hierhin. Nicht die Blumen essen. Oh, super. Ich finde es cool, dass wir das machen können. Gefällt mir. Wir machen hier noch eine Glockenblume hin. Dann sieht das doch wesentlich schöner aus hier. Hier mache ich noch ein Blümchen hin. Ja, ja, ein paar Minen passt schon. So. Wunderbar. Schon mal mit dem Ganoven hier quatschen. Na, Goliath! Du hast mich betrogen. Was? Der Kristall, er verschwand aus meinen Händen, als wir Daylan verließen. Staub, nur wertloser Staub. Ich wusste nicht, dass das passieren würde. Du kleiner Lügner, du wirst mich nie wieder anlügen. Ja. Der fühlt sich jetzt natürlich angeschissen von mir. Das ist nicht so geil. Naja, müssen wir dir mal zeigen, wo hier... Wer hier die Hosen anhat. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Ich wollte dich auch nicht betrügen. Bitte vergib mir. Ich gebe dir das Geld zurück. Okay, ich nehme deine Entschuldigung an und du kannst deinen nutzlosen Kristalle behalten. Alles klar. Ja, ist natürlich ärgerlich. Aber das war klar. Das haben wir, hat die Yuki auch schon festgestellt. Dass das nicht geht. Von daher, ja, aber zu dem Zeitpunkt, als wir Goliath uns, als wir Goliath das Stück Kristall verkauft haben,
Wussten wir das nicht. Was wohl passiert wäre, wenn ich nicht genug Geld gehabt hätte. Na gut, aber schön, dass es hier... Wisst ihr was? Ah, gefällt mir. Wir können auch die Blumen natürlich wieder manuell pflücken, das ist klar. Aber ich finde es eigentlich ganz schick, so wie es ist. Vielleicht auf der anderen Seite noch ein paar Blumen. So, was machen wir denn jetzt noch? Machen wir noch mal eine Runde Auberginen. So, ich will jetzt nicht alles mit Blumen vollhauen, auch wenn es natürlich schön wäre. So. Das da noch. Wunderbar. Gänseblümchen machen wir. Geht das? Oh, das geht bis hierhin. Super. Dann stelle ich noch eins hier hin. Warum eigentlich nicht? Muss nur gucken, wie das dann später nerven wird oder nicht. Na, bis dahin geht es wieder nicht. Also da reicht der Turm nicht. Wir könnten natürlich hier noch einen Brunnen hinstellen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, brauchen wir das? Nee, brauchen wir nicht. Schaf braucht aber eine ganz schöne Zeit lang, bis es ausbricht. Hat jetzt schon mehrere Tage nichts mehr zu essen gekriegt. Ich mache das halt nur, um zu wissen, wie man diese scheiß Wolle kriegt. Also von daher verzeiht mir. Ihr wisst ja, dass ich als Farmer normalerweise darauf achte, dass es meinen Tieren allen gut geht. Aber das ist jetzt aktuell nicht der Fall. Geplant, geplant natürlich. Ne? Es ist nicht so, als würde ich das ohne Dingsbums machen, als würde ich das einfach so machen. Ja. So, was kann ich die denn verkaufen? Nett, dass ich hier die ganze Zeit... Oh, Brathähnchen. Eicheln, nö, Milch kriegst du 2 Stück. Fleisch kannst du 2 haben. Ansonsten habe ich noch 4-mal die Suppe. Den Kuchen brauche ich auch nicht mehr. Die kannst du haben. Hast du einen Brief für die sichere Durchreise auf dem Planeten Ankura? Was, hast du einen Brief? Ja, Moon bringt mich dorthin, wenn ich sie drum bitte. Großartig, bringst du mir eine Art Pilz, die nur dort wächst? Kannst du ihn mir beschreiben? Er ist pink, kann hohe Temperaturen nicht standhalten und hat einen bitteren Geschmack. Okay, ich verstehe, ich versuche ihn zu finden. Das ist der Ankpilz, den er haben will, den habe ich ja schon. Hier ist der Pilz. Ja, genau, brrr. Hier, bitteschön, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich habe im Moment keine Aufträge. 73%, das läuft. 23%, 66%, 58%. Wow. Warte mal, kann ich von dir irgendwas Besonderes kaufen? Nö, kann ich nicht. Okay. Na gut. Hier wächst alles. Das gedeiht. Das ist doch wunderbar. Das Pilzchen nehme ich mit. Kirsche nehme ich mit. Obwohl, ein bisschen was sollte ich den Viechern schon liegen lassen. So, was haben wir denn hier? Yuki, okay. Jetzt brauche ich nur noch Alk. Da muss ich mit der Moon nach Ankura reisen. Klappt das? Ich kann Moon jetzt nicht rufen. Ach, schade, warum nicht? Na gut, nee, ich will das nicht zerstören. Es wird vor allem auch übrigens größer, je mehr Schafe du hast. Du kannst mehrere Schafe besitzen. Ich weiß nicht, wie ich an Wolle kommen soll. Na gut. Aha, Bom! Yuki! Du bist ein sehr guter Koch, Arko. Du wärst der perfekte Freund, miau. Hihihi, du bist rot wie eine Tomate geworden. Na super. Ups. Ich habe im Moment keine Aufträge, dann ab nach Ankura. Na gut. Oh, da hinten geht's aber echt ab. So, kann ich irgendwas von dir kaufen? Ja! Kleiner Betrüger. Ist egal, machen wir.
So, ich brauche Alkohol. Dafür brauche ich Limatsch. Ich weiß nicht, ob die das auch droppen, aber ich glaube nicht. Alle Eichhörnchen-Fans jetzt mal die letzten 10 Sekunden aus dem Gedächtnis löschen. Einfach löschen. Einfach weg. Ich muss diese Chamäleons klatschen. Die kriegen nämlich, die droppen nämlich Limatsch. So. Chamäleons, wo seid ihr? Akko ist hier. Und lässt euch Grüße aus Dayland da. In Form von einer Axt. Im Kreuz. Da hinten ist ein Chamäleon. Und ja, nicht mit dem Hammer draufhauen. Ich meine, Hammer und Chamäleon gibt auch Matsch. Glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Es funktioniert aber nicht gut. Dann nehme ich die Axt. Yo. Die Axt ist nur auf Stufe 2. Das müsst ihr euch mal überlegen. Für was brauche ich den Alk? Achso, dafür, okay. So, wieder Limatsch. Das ist wunderbar. Jetzt will ich gleich nochmal zu Hut vorbei. Den habe ich noch nicht fertig gemacht. Das liegt einfach an der Natur der Dinge, weil ich noch nicht weiß, wie ich... Ich habe es einfach verkackt nachzugucken, welche, was jetzt gelbe Pflanze ist. Das ist einfach mein Problem. So, die gute Hute. Jetzt gibt es mit der Route für die Ute, die Brute. Ute, Hute, Hute, Trute, Trute, Mute. Vielen Dank für die Wolle. Jetzt kann ich den Mantel fertig machen. Aber der ist... Ist der nicht etwas zu klein geworden? Er ist nicht für mich. Er ist für... Punkt, Punkt, Punkt. Die Zukunft. Was meinst du? Nun, du verstehst. Ein Baby! Yay! Ja, der kleine Nordjäger. Oh, Hut, das ist schön. Aber in der letzten Zeit fühle ich mich nicht sehr gut. Ich habe wahrscheinlich zu viele Angbären aufgegessen. Wir werden die Wadi fragen. Danke, Akku. Alles klar. Wunderbar. Was sagt die Zeit? 17 Minuten. Passt. 17 Minuten und 40. Also fast 80. 18. Entschuldigung. 80 Minuten. Party. Viel Spaß beim Zugucken. 80 Minuten. Graf Wallner beim Schlussreden zuschauen. Er weise Nivadi, unsere Freundin Hut. Ich weiß, ich weiß. Wurzelsalbe wird ihr helfen. Es ist sehr einfach, sie zu, herzustellen. Lass sie von ihrer Nase schlafen gehen, schmieren. Alles klar. Wurzelsalbe, wunderbar. Müssen wir herstellen. Gut. Wumm, wumm, wumm. Super. Kannst du noch irgendwas machen? Das Eis offenbarte mir heute eine neue Vision. Die Geburt eines neuen Elements steht bevor, Akko. Es hat etwas mit deinem Planeten zu tun. Dayland. Mit meinem Planeten? Drei Prinzen vor dir haben die magischen Kräfte ihrer drei kleinen Planeten freigesetzt. Aus diesem Grund sind in unserem Universum die drei magischen Elemente aktiv. Feuer, Eis und Leben. Die drei Tempel von Ancora sind diesen Elementen gewidmet. Genau, und Dayland wird das vierte Element. Und Dayland wird das vierte Element freisetzen. Das ist deine Aufgabe. Was für ein Element ist es? Wind. Bald werden wir einen vierten Ankh-Weisen wählen und einen Windtempel bauen müssen. Doch der erste Stein des Tempels muss aus Kristall sein. Du musst ein Kristallgestein von Dayland mitbringen, damit wir mit dem Bau des Tempels beginnen können. Aber der Kristall zerfällt, wenn er den Planeten verlässt. Nicht, wenn du ihn transportierst. Nur der Prinz kann den Kristall von Dayland entfernen. Ich verstehe, ich versuche es. Wir können jetzt Kristallgestein herstellen. Damit können wir richtig Geld machen. Das können wir dem Goliath super verkaufen. Und er frisst auch nur Kristalle. Und da wir die jetzt nicht so häufig brauchen, können wir da auch ordentlich was herstellen. Okay, Hammer, 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 super. Gut, die Yetis, die gehen voran. 73%, 88%, 77%. Ich würde sagen, das geht richtig ab hier. Das läuft gut. Läuft wirklich gut. So, jetzt gehe ich zurück. Hier ist noch Limatsch, den nehme ich noch mit. Du hast dich deiner Umgebung nicht angepasst. Du musst jetzt sterben dafür. Für diesen Frevel. Oh, du Lümmel. Hat er mir wehgetan?
Gut, ich sag nichts, ich habe dem ja auch wehgetan. Wollte ich nicht noch ein paar Karotten essen? Okay, Kirsche, gesunde Lebensmittel. Nehme ich mal so einen Ankmais. Oh, der ist super. Der ist wunderbar. Okay. Zurück nach Dayland erstmal. Tschüss, Moon. Bye, bye. So, wunderbar. Das nehme ich mit. Nein, nicht zerstören, bist du des Wahnsinns. So, Löwenzahn, Löwenzahn, Löwenzahn. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles nicht so wird, wie ich will. So, stimmt, das Schaf fütter ich hier aus Gründen nicht um. Ah nee, doch, jetzt kann ich es ja füttern. Ich habe ja, ich habe ja Trick 17 gemacht. So, Labor, Wurzelsalbe. Was brauche ich dafür? Alkohol. Ja, toll. Aber zum Glück kann ich gleich zweimal Alkohol herstellen. So, was haben wir hier? Okay. Hol dir die Zutaten für das Gegenmittel, dann die Wurzelsalbe. Brauche ich noch eine Glasflasche für. Das ist okay. So, Wurzelsalbe, das passt. So, warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. Ach. Warum lungerst du auf Moons Schiff herum? Ich habe nichts berührt, das die Pinkhaarige berührt hat. Moon ist meine Freundin, lass sie in Ruhe. Deine Freundin? Aber ich bin eine bessere Freundin, oder? Arko. Ich bin enttäuscht, Mau. Ich dachte, du magst Kätzchen. Und die Pinkhaarige hat Geheimnisse. Geheimnisse, die sie dir nicht verrät. Ich vertraue ihr, Yuki. Moon war immer sehr nett zu mir. Du solltest ihr nicht trauen. Ich kann dir Informationen über die Sternpatrouille geben, die sie vor dir verheimlicht. Das interessiert mich nicht. Es sind sicherlich gestohlene Informationen. Prinz Nummer 3. Geheimes Dokument. Immer noch nicht interessiert? Für einen kleinen Preis gehört es dir. Wie wäre es mit einem leckeren Schokoladenkuchen? Ja. Okay. Kuchen. Na gut, den kann ich auch direkt herstellen. Da bin ich mal gespannt. Hier der Kuchen. Die Information. Wie du siehst, bin ich eine wahre Freundin. Vergiss die Pinkhaarige. Sind die jetzt alle so ein bisschen eifersüchtig? Na gut. Du bist nicht umsonst hergekommen. Im Moment keine Aufträge. Okay. Das dauert, das passt, das ist auch fertig. Warte mal, könnte ich nicht eigentlich hier Schmiede? Nein, Werkstatt, Kristall. Da mache ich mal 5 Stück. Jetzt können wir dem Goliath verkaufen und der heult da nicht rum. Warte mal, ich will mal gucken, wie viel Brennstoff ich noch habe. Ja, 4 Stück, das passt. Die fehlt noch was um den... Achso, ja, stimmt. Da war ja was. Okay. Dann gehen wir mal zu Hut. Mach's gut. Ich habe keine Lust, mich mit euch zu boxen. Eichhörnchen. So, der Hut gibt mir jetzt die Wurzelsalbe. Wunderbar. Gut, wir haben Medizin mitgebracht. Nidavi hat dir eine Wurzelsalbe verschrieben. Sie wird dir helfen. Ausgezeichnet. Ich fühle mich schon besser. Hier, nimm es zum Dank. Oh, super. Money, money. Ich werde reich. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Mädels dem Arko hinterher sind. Warte mal. Hier, geheime Information. Prinz Nummer 3. Name Aki. Zeugin der Ereignisse Lilly Nymphe.
Im Jahr 75 fiel der Kleinplanet Alma, Quadrant 4, in sich zusammen und setzte das Element Leben frei. Alter 13 Jahre. Der Planet fiel in sich zusammen und setzte das Element Leben frei. Ob das hier auch passieren wird? Sie hatten recht, der Kristall ist nicht zerfallen. Fantastisch. Der Ankh wird diese Gestein auf den Berggipfel bringen, wo ein kräftiger Wind weht. Es wird Jahre dauern, aber wir werden hohe Mauern und Gewölbe bauen, ein großer Tempel für dein Element. Du hast ein neues Rezept, Umhang des Windes. Wann bin ich bereit, die Magie des Eises zu kontrollieren? Das bist du schon, Akko. Deine Besucher auf Ankora haben deinen Geist gestärkt. Es war mir so klar. Die Zeit ist reif. Du brauchst nur einen Magierstab herzustellen, der die Kraft des Eises nicht aufnimmt. Verwende den Kristall und sammle den Rest der Materialien selbst. Alles klar. Jetzt können wir auch den Stab auf Level 2 herstellen. Dann können wir auch Eis kriegen. Passt. Okay, jetzt muss ich mal gucken, was die Hut uns noch zu sagen hat. Oh, Hut ist abgeschlossen. Wunderbar, super. Dann hat die keine Aufträge mehr. Die sagt jetzt auch gleich folgendes. Ich habe keine Aufträge, jetzt all meine Aufträge abgeschlossen, aber wir können sie trotzdem besuchen. Hallo Hut, du hast all meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Okay, super duper. Das läuft doch schon mal ganz gut. Da haben wir das eine schon mal fertig. Der müsste auch bald fertig sein, weil ich glaube, der hat uns auch nicht mehr so viel zu sagen. Was mache ich denn hier noch? Ich glaube, in dem Part grase ich noch hier einmal die Monster ab. Einfach aus dem Grund, dass ich noch mal ein bisschen Limatsch krieg. Komm, wenn ich in die Quere! Böses Eichhörnchen. Böse. Böse. Aua. Aua. Böses Chamäleon. So, wie viel Limatsch? Oh, das war gut. 3 Limatsch waren super. Nee, das Eichhörnchen nicht. Nur wenn sie mich angreifen oder wenn sie im Weg sind. Aber dann greife ich nämlich automatisch an. Wenn ich die dodgen kann, dann muss das nicht sein. Seien wir mal gemein. Seien wir mal so lieb. So, genug Erfahrung gesammelt. Limatsch wieder bekommen. Wunderbar. Dann kann ich wieder Alk herstellen und somit dann auch wieder Kraftstoff. Das ist super. Darf man natürlich nicht vergessen, dass das ein Gebrauchsgut ist. Ja, Alkohol muss nicht immer böse sein, sage ich ganz ehrlich. Böse ist es nur, wenn du es zu dir nimmst. In unkontrollierten Mengen oder im nicht passenden Alter. Sind wir ehrlich, ne? Hand aufs Herz, so ist es einfach. Zu sagen, generell Alkohol ist böse, das ist totaler Quatsch. Der Alkohol ist einfach nur ein Erzeugnis, was Menschen hergestellt haben. Und was Menschen unter Einfluss von Alkohol machen, das ist böse in der Regel manchmal. Es gibt auch Menschen, die kommen damit gut klar. Von daher darf man halt eine Sache nicht vergessen, dass es immer noch der Mensch ist und nicht der Alkohol selbst. Man sagt ja auch immer, Waffen und so ein Kram sind böse. Eine Waffe ist nur so gefährlich wie der Mensch, der sie trägt und der sie bedient. Das ist einfach nur mal der Fall. Aber für viele Leute ist es auch einfacher zu sagen, das ist böse, das ist böse, das ist böse, anstatt zu sagen, okay, ich bin böse, weil ich damit nicht umgehen kann. Von daher muss man irgendwann einfach die Größe besitzen und sagen, okay, ich kann damit nicht richtig umgehen, also sollte ich davon die Finger lassen. Und so ist es einfach. Um ehrlich zu sein. So, zurück nach Dayland. Passt. Dann beende ich auch den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.